1. Willkommen zu einem neuen Part von Trouble in Terrorist Town. Mit dabei ist der Exe. Hallo. Der Snay. Hallo. Der Reaper und natürlich meine Wenigkeit. Und leider natürlich nur so wenige, weil alle anderen keine Zeit haben. Ja, sind alle gerade ein wenig ausgewandert. Lass mich doch mit Stolz. Ja, Exe! Während Hase und Fuchs zusammen an der Homepage arbeiten, sind Raid und der Snake. Nee, nicht der Snake. Quatsch. Er wird hier zugemacht. Der Jojo, genau. Wer hat das hier zugemacht? Ja, oder? Was zugemacht? Exa. Mach auf. Exa. Werf ne Blast mal rein, wenn du da runter springst. Ey, wehe, du machst das. Melonenmine! Wo? Unten, zweite Etage. Erste Etage von oben. Nee, ja. War's glaube ich nicht. Und Reaper ist gestorben oder was? Ich weiß es nicht. Okay, du springst runter. Egal! Ich hab wieder gemacht! Ich hab gesagt. Du bringst hier so. War T jetzt tot? Hui! Oh, hier liegt eine unifizierte Leiche. Was ist denn das? Ah, Reaper ist auch noch am Leben. Warum sagt er dir nichts mehr? Hör auf, Reaper! Er will dich kirre machen. Er will dich verrückt machen. Ja, Snail hat hier gerade einen umgebracht, also. Geh doch weg, ey, Ja, mach das! Aber Flori, ich geb dir einen Tipp: Melone, Mine. Na, denk drüber nach. Ich hab zum Glück keinen Schaden bekommen, weil ich weit genug weg war. Zum Glück. Flori! Verdammt. Danke. Ach, war doch ich wollte ihn runterschubsen erstmal. Ich wollte ihn erst runterschubsen und dann töten. Wieso hast du mir eine Plasma angeheftet? Ich hab doch gesagt, wer runterspringt, kriegt eine Plasma. Ach, Traitor, Mann, Traitor, win. Traitor, win. Ich darf da runterspringen. Ach, Mann. Ist das verboten? Nein. Ja, siehst du! Aber ich wollte einfach jemanden eine Plasma anhängen, der da runter springt. Ach man. Ach so, Sniper Rifle. Ups. Ja, oh, hier kannst du ja runtergucken. Okay, die Karte, der die zusammengesetzt hat, der hat hier ein bisschen Fehler gemacht. Wo denn? Was ist los? Hier bei dem roten Raum. Ich dachte, da wäre gerade so eine Mine, so eine Lasermine. Alter, Deagle und Zorloff direkt nebeneinander, das ist ja purer Luxus hier. Luxus. Ah, ich hänge. Wer hat die FY? Keiner. FY. Keiner. Ich hab nur eine Plasma. Wer ist keiner? Plasma! Plasma, oh, die hat Flori geworfen. Nein, ich hab sie nicht geworfen, ich hab keine. Ich hab keine. Ja, du hast keine Granate, weil du gerade deine Plasma. Nein, ich hab nichts geworfen. Derjenige, der normalerweise Granaten schmeißt, ist der Reaper. Und Reaper ist oben. Reaper? Nein, ich hab nichts geworfen, ehrlich. Die wurde auch auf Reaper geworfen. Ja, dann war's Snay. Okay, ich war's dann war Snay wirklich noch in der Nähe vielleicht. Snay wirft ja, genau. Ich war die ganze Zeit bei euch in der Nähe, genau. Genau. Wie okay, jetzt gerade im Moment auch. Wie du gerade. Ah, ich hätte dich beinahe. Und jetzt schon wieder, ja? Schon wieder bei euch in der Nähe. Flori. Ja, stopp. Hallo, du. Wieder Rocket Launcher aus. Man kann die voll. Ja, du Schlaumeier. Ja, du Schlaumeier. Die stammen aus demselben Spiel. Ja. Hexe! Woher wusstest du denn, dass das keine echte Melonenmine ist? Was? Ja, hab das gesehen. Das ist ein Eimer gewesen. Nächstes Jahr denke ich an den Melon. Oh Gott, eine Echse! Jetzt hat nichts gepiept, also hab ich auch nicht melden, mein Gott. Eine Echse! Eine Echse ist hier. Und ein Creeper. Wo fährt der da mit dem Fahrstuhl? Ist das ein Traitor-Ding hier? Ich fahr mit dem Fahrstuhl. Weil kannst du dich rein tun, drin raus. Beziehungsweise ich hole ihn gerade. Aufpassen! Nein, da ist er! Ich hab aufgepasst, extra nicht hupern. Boah, da kam noch einer. Alter, ich will hier hoch! Ich will hier auch hoch!
Play. Was? Boah, meine Güte, Snake. Was ist denn hier ein roter Raum? Das ist eine Hand. Das ist der Baby-Melonen-Ding. Wir sind alle tot! Geht in die hinterste Ecke, vielleicht überleben wir es! Was ist los? Oh, der Flug gefährt. Ja, ich weiß. Ich glaub ja. Hier explodiert gleich alles. Oh, schnell rein hier, schnell da rein. Ich denke, das ist eine Trader-Falle. Das ist eine Trader-Waffe, die Snake in der Hand hat, weil die normale Diegel backt die bei mir im Bauch um, Reaper. Meine Diegel? Bei mir nicht. Okay, gut. Das ist der Baby-Melonen-Launcher. Melonen. Baby-Melonen-Launcher. Kommen da dann Babys, die sich im Flug in den Flug umfahren, ne? Ja. Sorry. Jetzt hast du schon einen umgebracht. Nein, ich hab nicht jemanden umgebracht. Den Abend, Exe. Warst du die ganze Zeit bei Exe, Snake? Ja. Ich sage noch, reich explodiert alles. Ich hab die blöde Bombe nämlich gehört. Das ist doch C4 gleich explodiert, das ist ja schon so. Hä, warum explodiert gleich alles? War es jetzt so just for fun gesagt? Ich glaube weniger denken, Exe, und mehr handeln. Ich hab C4 gedacht. Ach, schön, ey. Wie Reaper das alles rausgekriegt hat und dann ich hab ihn einfach mal eskaliert. Sag doch einfach C4 C4 nicht. Ach hier, das hier. Das geht gleich alles in die Luft. Ach, jetzt sehe ich. War das ein bisschen schlecht gemacht. Ich hab's so gefällt mit dem Fahrrad. Ja, weil ich wusste nicht, wie ich da jetzt nochmal rauskomme. Hallo. Oh, ein Reaper. Oh, ein Echse, ey. Ich gehe jetzt durch den Zwischenraum. Der ist USB, egal. Ist mir egal. Ja, Reaper, so wird, das wird nichts. Es wird nichts. Du musst dir eine bessere Taktik überlegen, Reaper. Oh, da kann man. Wo kann man das hießen? Das Aufzugteil. Wow! Die Melone ist tot, nein! Wieso macht ihr sowas? Nein, echt. Weil wir Spaß haben, guck mal, ich bin mal extra weiter drauf schießen. Ich bin der Melonen-Gender. Ey, warum machst du die Kiste kaputt? Was soll das? Wer war das von euch? Kaffee? Wer will Kaffee? Ex-Kaffee? Eber-Kaffee? Ey, Lori. Frank! Will Kaffee? Ja, ich glaub's auch. Oh, scheiße! Nein, ich sterbe hier, deswegen Flori. Irgendwie denke ich Flori jetzt, ich bin mir nicht sicher warum, aber irgendwie. Ja, irgendwie rennt er auch gerade von mir weg und er lacht auch so komisch. Ja, Exe, warum? Boah, hier piept er doch schon wieder! Wow, er ist voll verbuggt hier. Ich bin nicht mehr in Discord weggeflogen. Flori, hast du schon wieder C4 gelegt? Jetzt hör auf, Mann. Ich bin's nicht. Ey! Hab ich dich getroffen? Reaper! Das war Exe, der auf dich geschossen hat. Ich hab voll neben dich geschossen. Okay, dann darf ich auch einmal auf dich schießen, ja. Das war mit der USP, ich hab dir auch den Headshot gegeben. Okay, 10 Schaden vielleicht. Wow! Reaper, warum schießt du auf mich? Weil wir alle Schaden haben. Genau, jetzt haben wir alle einen Dachschaden. Aua! Du hast mich auch angeschossen. Ich war ja schon verletzt. In der nächsten Runde sollten wir, glaube ich, mal alle mit der Pistole nur kämpfen. Die P228 etwa? Nee, generell, alle nur mit Pistole. Machen wir das jetzt nicht. Never ending story der Runde. Mein. Oh. Sorry. Exe! Du hast ihn getötet! Er war 10! Ja, sonst wäre die Runde zu Ende gewesen, Snake. Oh Mann, der Mülleimer. Haut der mir da voll den Mülleimer ins Gesicht. So, kommt mal eine Runde nur mit Pistolen. Egal was für eine Pistole. Okay, gut. Okay. Reaper schnappt sich gleich mal die Diege und macht erstmal alle Headshots. Wenn das so einfach wäre, man muss erstmal eine Pistole finden hier in dem Laden. Ja, ich hab schon eine. Ja, ich nicht. Ja, ich hab nicht. Ich hab wieder die P228. Wollen wir so random fight machen oder irgendwas? Nein, richtig, aber nur mit Pistole. Okay.
Alter, ich finde hier keine. Ich habe nur eine. Wenn ich keine Pistole habe, darf ich dann mit meiner Hugo. Und der Trader darf auch keine Waffen kaufen oder so. Ja, also keine großkalibrigen Waffen. So Deagle oder so. Ja, kann aber ich meine jetzt eher so Trader-Items, so wie. Ja, doch. Das ist alles gestattet. Nur halt keine großkalibrigen Waffen. Nur kleine Kaliber. Ich also, laufe mit der Huge rum, weil ich immer noch keine Pistole habe. Ich hab nur Arme! Ich hab noch nicht mal eine Pistole! Wollen wir erstmal warten, bis alle eine Pistole haben? Nö. Ey! Weil wer keine Waffe hat, muss zuschlagen! Ich hab keine Pistole! Mann, da kann doch nicht sein, dass hier auf dieser verkackten Map keine einzige Pistole rumliegt! Ey, Snay! Snay hat mich mit der Pistole abgeschossen! Nee, ich hab eine Pistole gefunden! Yay! Hä, hey, wo hast du denn eine Pistole gefunden? Ganz oben war eine USB! Toll, ist USB? Da noch eine? USB? Mikro? Mikro oder normal? USB? USB. Ja, hier liegt noch eine, nimm ein Baby. Block. Jawohl, Block! Okay, schieße! Nee, spring mal runter. Ah! Ey, keine großkalibrigen Waffen! Ich dachte, Twitter hätte jetzt hinter den Augen. Oh, Snake! Das war aber ein Raketenwerfer! Raketenwerfer ist definitiv größer als eine Pistole! Hantiert er da mit dem Raketenwerfer rum, ey. Unglaublich. Okay, machen wir es nochmal. Kleine Waffen. Ich dachte, es zählt als Traitor-Item. Also so Messer und so geht auch, denke ich. Nutzen darf. Ja, ja, nur halt keine großkalibrigen Waffen. Und da zählt auch der Raketenwerfer zu. Okay. Jetzt habe ich jetzt. Ah, ich habe eine Diegel. Wow. Er hat eine Diegel, Frechheit. Ich renne jetzt ganz nach oben, ey. Da will ich nichts Waffen. Pistolen meinst du? Ja, Waffe ist Waffe. Toll, die Farbe. So. Machen wir nochmal Pistolenrunde. Gibt's da wirklich noch eine Waffe? Nee, Jungen, gibt's nur Shotguns etc. pp. Weißt du, wenn du keine Shotguns brauchst, findest du Tausende. Ah! Alter! Fuck, ey! Ich dachte, keine großkalibrigen Waffen. Ich hab mich aus der Ding gestompt. Es tut mir leid. Ich hab nicht mal eine Dingswaffe. Ja, excellent. Ja, du hast bloß eine Granate gehabt mit Plasma. Hier lag eine Diegel. Und du hast damit jemanden nur einen umgebracht und der heißt zufällig Reaper Trafalgar. Der ist so ohnehin der gefährlichste. Ach, der ungefährlichste, Flori, du brauchst mich einzuschneiden. Ach komm, Exe. Ach! Warum schießt Black du mich, Snay? Snay, hör auf dich zu schlagen. Geschlagen. Ja, nicht erst. Wow! Ich hab nicht mal eine Diegel! Ja, selber schuld! Check auf, das ist scheiße! Wo bist du? Alter, was ist das? Wieso hattest du noch Schuss? Oh, wie geil, ey! Und ich schlag nicht 10 Mal und krieg's halt schon. Sollen wir mal noch krasser eine Runde machen? Nur mit Fäusten? Oh nee, nur mit Fäusten ist kacke. Nur mit Fäusten müssen wir auf eine bestimmte Map machen. Gut, dann wieder Standard mit allen Waffen. Ach, jetzt wieder Standard auf einmal. Ja, ja. Oh nein, nicht Doppelbarrel. Doppelbarrel, okay. Ja, Double Kill. Dual Beretta. Double Kill. Ah. Aber wie er es gesagt hat, ich hab da eine Diegel da unten gefunden und kauft erstmal eine. Ich hab echt eine gekauft, was soll ich sonst machen? Was war das? Toll. Eine Schrottwaffe hier. Chloe? Hä? Snake? Warum machst du das, Flori? Warum? Weil ich eine andere Waffe brauche. Warum? Ich hasse die Double Barrel oder Double Barrel. Die ist doch gar nicht mal so schlecht. Warum hast du geschossen? Ich hab nicht geschossen. Lol, Alter. Fallen. Ich hab nicht mal eine Pistole. Nenne mal eine. Oh, ich hab sie gehört. Unten ist Reaper. Ja, und? Reaper ist runtergesprungen und die ist irgendwo oben hochgegangen. Hey, hör auf! Lass mich doch mal. Komm mich doch hier durch, Mensch! Wieso hab ich gerade Schaden bekommen?
bin durch über den Prop drüber gelaufen, hab 6 Schaden bekommen. Ja, ist doch hochgeflogen. Boink. Boink, boink. Das war kein Snake. Zum Glück. Alter. Jetzt. Ich sag nicht immer. Warte mal, Melvin dürfte eigentlich Reaper heißen, oder? Wieso immer ich, nur wenn eine Melonenmine gelegt wird? Also, ich hab sie noch. Ah, peng, peng, peng. Und ich weiß auch gar nicht mal, wo es im Shop drin ist. Ist ja auch nur ein schönes ja, gelbes Symbol. Neue legen? Ja, wolltest du eine neue legen? Hab ich dich schon. Ah! Wow. Oh, da kommt eine Schildkröte hingegen. Hä? Warum wurde jetzt auf mich geschossen? Wegen Melone. Ja, das war, ja. Melone halt. Eindeutig. Ne? Ja, aber nicht eindeutig. Das hätte jetzt wirklich jeder legen können, also das war random. Also, ne? Das beim nächsten Mal ein bisschen nachdenken, bevor man schießt. Danke. Das war Melone. Das ist der einzigste Melone genutzt. Das stimmt gar nicht. Jojo, aber der ist ja nicht da. Mal abgesehen davon, dass sich jeder eine Melonenmine legen kann. Ich hab's noch nicht gelegt. Ich dachte, der auch kann. Ja, ich weiß. Ach, scheiße. Und an dieser Stelle legst du immer eine Melone hin. Auf dieser Map. Warum mach ich sowas? Wow, Alter. Melonenmine geplantet. Geplantet? Wo? Ja. Oben an der Tür. Derjenige, der runterspringt, ist automatisch T. Ich bin schon unten, aber ich bin gerade im Seitenschacht gespawnt. Boah. Deswegen bin ich unten. Im anderen Seitenschacht. Oh, schießt du! Ich bin's nicht. Flori? Okay, Flori ist es. Nein, ich bin's nicht. Warum schießt du? Ja, komm, Snail ist es. Ja, ach. Du warst doch hinter mir, Flori. Warum hast du das? Nein, ich war's nicht. Snail war's. Ja, ich weiß, dass es Snail war. Das war so offensichtlich. Weil ich deinen Namen eigentlich noch Flori, hilf mir schreien wollte, aber. Ja, voll. Ich hätte auch auf Flori geschossen. Man darf ja nicht mal weitersprechen, wenn man stirbt. Ja, Flo. Also denken, ich bin der Traitor. Ich hätte ja auch gedacht, dass er ist. Alter Reaper. Sag lieber Snake statt Flo. Ja, aber sag erstmal so den lustig. Namen, der dich angreift, und dann sag erstmal, hilf mir bitte. Kommt aber dann auch ein bisschen komisch, glaube ich, oder? Nö. Aber ich habe gehofft, dass jemand anders die Melonenmine sieht und dann sagt, Reaper ist es. Alter. Dass jemand anders die sieht, dann. Aber dann hat Reaper die gefunden. Alter! Was Melon geht Gun. Da unten ab? Ist ja gerade jemand auf dich draufgeschwungen, Reaper? Nö. Hexe! Hä, warte mal, Reaper, warst du noch am Leben? Ja. Bei mir sahst du aus, als wärst du zu Tode gefallen. Nö, ich hab mich geduckt. Du sahst aus, als wäre deine Leiche nach unten gefallen, also hab ich mich umgedreht. Holt er hier Bananen? Banana! Oh geil! Pump Action plus Deagle, yay! Ich fühle mich Pump zu Hause. Pump ist voll für den Arsch. Erstmal Pump ist voll cool. Pump ist eine der schlimmsten Waffen, finde ich. Guck mal, Flori, mein Bild an. Ist das nicht schön? Von der Kunst her bist du eher eine Niete. Amen. Alter! Ja, wo bist du? Kann ich nicht? Hey, lass mich! Hey, ist der schlägt mich! Bleib jetzt einfach! Melonenmine nicht! Melonenmine Wicht? Nicht! Ach so. Ich dachte Wicht. Hier, Snail, spring runter, ich schmeiß dir eine Melonenmine hinterher. Ach, Ripper, bist du ein ja, okay. Melonenminenwicht? Los, springen! Hui! Es geht wow. Nicht! Ja, du das stehst ja auf dem Ding da drauf! Nee, nee, das liegt nicht daran. Hihihi!
Ey, Reaper ist eine Banane, der hat eine Banane! Reaper hat die Banane geworfen, scheiße! Sind wir uns da sicher, dass er es war? Oha! Nice! Nicht, dass Flori uns hier reinlegen will. Nicht, dass Flori uns reinlegen will. Ey, ist es hundertprozentig? Hier ist Schneider tot. Ich hab da Zweifel. Flori ist tot. Okay, Flori ist tot. Ah, scheiße, hier ist er! Nein, ich hau ab, da. Na, Reaper, hast du ihn gekillt? Yep. Den armen Mann. Nee, nee. Warum machst du sowas? Warum killst du Leute? Weil es Spaß macht, weil es mein Job ist. Wie dein Job? Dein Job ist es, uns hier Terroristen macht, Sachen zu machen, ja? Verdammt! Und nicht deine Terroristen. Auf einmal hinter mir! Achso, da kann man auch noch rein, im Raum wusste ich gar nicht. Ach, Mann, ey. Was etwas merkwürdig ist, ist, dass da eine Tür ist und direkt dahinter ist ein Lüftungsschacht. Ja, und hier ist ein Loch. Guck mal, kennst du das, Exe? Ja, kennst du das irgendwo her? Zwei Traitor? Ich kenn da auch jemanden, der hat da auch sowas gemacht. Ja, weil es in dem Gang war. Kennst du den auch? Nö, nö. Worauf willst du jetzt genau anspielen? Nee. Ist so ähnlich wie mit dem Himmel und so. Himmel und Hölle meinst du? Interesting. Wenn einer runterjumpt, ne? Das hört sich immer so an, als ob der gleich krepiert. Ja, hier den Schacht da. Oh, weh. Warum gehst du da rein? Ja, lass mich in Ruhe. Lori geht shoppen. Lori geht shoppen. Ja, dann lass mich raus da. Wenn ihr der Meinung bin. Lori hat trotzdem geshoppt. Das war genug Zeit, um zu shoppen. Shopping Queen. Shopping Queen. Lori, was hast du dir denn Feines gekauft? Komm, geh vor. Da ist noch jemand im Schach. Baby, weißt du was? Ne, ich hab tatsächlich mir was gekauft. Ich hab mir nämlich die Karte gekauft von dir. Baby hat getrampelt. Bin doch anderer Meinung, dass doch irgendwie etwas an Kunst dran ist. Ne, er hat ein Baby Platt getrampelt, der ist Traitor. Ne, hast du gerade schön geshoppt? Snay macht den Snay, Snay macht den Snay. Ach nein, ich wurde gerade abgelenkt. Ja, ich wurde gerade abgelenkt, steht 3 Sekunden rum, dreht sich. Flore steht hier mit der Sniper Rifle. Oh. Exe, greif mich an! Ich hab dich geschlagen, geboxt für so ein Angriff! Wieso greifst du mich an? Nein, hab ich nicht! Hab ich nicht! Hab ich nicht! Schon wieder rum! Flo, warum sagst du nichts? Weil ich Angst vor dir hab! Oh, Snay! Das gibt's dafür, dass du shoppen warst! Babys werden hier nicht geboxt! Schon gar nicht überrannt. Ja, es ist halt ein Baby Launcher. Das war ein Baby Launcher. Das Baby kommst du ja praktisch durch die Fäuste. Alter! Also zu Recht. In den Deagles drin, das ist voll praktisch. Du schwimmst den Deagles praktisch. Ah ja, ich krieg hier gibt's keine Deagle, nein, ich hab sie nicht versteckt. Wow, ich hab grad Schaden bekommen. Oh, nee, ich hab grad Schaden durch den Prop bekommen. Snay neben mir ist. Exe shop. Ey, wo hab ich denn bitte geshoppt? Ich bin hier hingerannt und hab den Sack gemacht. Exe hat geshoppt. Ich hab den direkt geschossen aus der Drehung. Hat ja, Snay geshoppt. Exe hat geshoppt. Snay shoppt immer. Exe hat geshoppt. Snay ist wieder. Ich werf vielleicht eine Disco rein, wenn ihr so weitermacht. Snay ist 100 pro wieder. Ich glaube, Exe ist es 100 pro. Weil er hat geshoppt. Du shoppst immer, Snay. Okay. Snay ist dein Hobby, Snay Shopping ist dein Hobby. Ach, Snay, geh doch mal. Lori, wir sollten Exe aufpassen. Ja, pass auf, hinter dir ist Reaper. Wenn du auf mich schießt, schieße ich auf dich, Snay. Wo hab ich denn bitte geshoppt? In dem Moment, wo ich das sage, hab ich über dich geschossen. Jetzt hör auf, mal mich zu verfolgen, Snay. Ey, jetzt lass mich mal. Ihr macht mich alle paranoid, ohne Spaß. Paranoia, ja, komm her, wo bist du, Paranoide? Ach nee, das ist Exe. Der Shopper. Der Shopping Game. Nein! Hey, du mieser Sack, ey, du hast mir Blick versperrt. Hab ich dir Schaden gemacht? Nee.
Nee, ey, weh, du redest jetzt nicht mehr. Ich bin gerade runtergefallen. Wenn er jetzt nicht mehr lebt, sag mir bitte, dass Snay noch lebt. Sag mir bitte, dass Snay noch lebt. Da liegt auf jeden Fall Blut, aber ich sehe keine Leiche. Ah, doch! Snay ist tot. Wo ist deine Leiche denn? Wie ist er gestorben? In diesem Schacht da, oder da, dort, wo du aus dem Schacht rauskommst. Wenn du ganz oben da runterfällst. In welchem Schacht? Ja, dort, wo du gerade runtergefallen bist. Wo ist denn seine Leiche dann? Ja, da! Hä? Ach hier, wie ist er gestorben? Boah. Wie ist er gestorben? Er ist durch Fallschaden gestorben. Fallschaden. Hä, wie ist er durch Fallschaden gestorben? Ich bin ja nicht auf ihn draufgesprungen. Er ist ja hinter mir gesprungen. Hä? Weiß ich doch nicht. Das check ich gar nicht mal. Der ist hinter mir gesprungen. Vielleicht ist er irgendwo an die Kante gekommen. Er hat mich festgesteckt oben. Und daraufhin, damit ich mich loslöse, habe ich mit der Kugel auf ihn geschossen. Ich dachte zuerst, ich hätte ihm die Liege-Headshot gegeben. Dann bin ich runtergefallen und dann ist er nach mir gefallen. Er ist durch Fallschaden gestorben, offiziell. Offiziell. Also gemerkt. Entweder einer von uns, also einer von uns zwei ist es jetzt. Let's ban my dick. Lol. Ich hab gerade eben den Namen nicht gelesen. Was die alle immer so laut schreien, ne? Da! Daneben! Na klar! Ach, weißt du was? Tschüss! Einmal Echse wiederbeleben. Na, Reaper, hast du heute einen guten Tag? Hm, du kannst ruhig mit mir reden. Na komm. Ja. Oh, niemals. Nein! Reaper, als wer warst du am Anfang disguised? Als gar keiner. Ich wollte deine Identität haben. Ich wollte da... Ja, ich hatte, als du gestorben bist, hatte ich, wo ich gesagt habe, jetzt erstmal Echse wiederbeleben, da habe ich mir deine DNA genommen. Ja, aber du warst auch Disguised. Ja, ich hatte es bei dir versucht gehabt. Ach so. Aber du bist zu schnell runtergesprungen, hab ich dich nicht gekriegt. Ja, ich wurde noch nie von hinten, du warst schon hier. Ja, du wurdest noch nie von hinten, Ja, mir hat noch von hinten geglaubt, machst du doch gerne. Also dein Freund hat mir da aber andere Geschichten erzählt. Er liebt es, von hinten genommen zu werden. Genau. Ich hab mich falsch ausgedrückt. Ja. Das sagen sie alle, wenn sie ertappt wurden. Oh, das ist doch nice. Nee. Melone! Oh. Ist Snay jetzt schon schießen? Ist Snay jetzt sofort? Ich hab mich drauf gelandet. Wer war es denn jetzt? Sorry, alle in einer Snay war's. Also ich mal alle in einer Reihe runter. Also ich bin leider jetzt kurz AFK. Es ist die letzte Runde. Okay. Lass jetzt mal in der letzten Runde alle in einer Reihe runterspringen, sodass alle sterben, bis auf der als letztes runterspringt. Das müssen wir mal machen. Okay, dann machen wir das jetzt. Dann aber erstmal schnell nach oben laufen. Das kann doch egal sein, ob der Trader aber stirbt oder nicht. Am besten springt der Trader als letztes, damit nicht die Runde im Flug schon vorbei ist. Also ich bin nicht Trader. Ich bin auch nicht Trader. So. Ich bin eh nur Trader. Ich bin schon runtergesprungen. Scheiße. Ja, dann komm wieder hoch. Komm wieder hoch.
Der Trader springt als letztes. Ist mir egal, wer Trader ist, aber der springt als letztes. Ja, ich weiß. Ey, Mann, Mensch, wir sind da. Könnt ihr mich noch hören? Ja. Okay. Ich nehm dich mit, Echse. Komm, die anderen mal wieder wir hoch. Wir wollten das doch machen. Okay. Okay. Komm, nächste Runde. Snay, wo ist er denn jetzt? Komm wieder hoch. Ich dachte, wir wollten das machen. Oh. Upsala, Reaper, Lass den Mist oder ich lasse die Granate fallen. Was willst du machen? Ich habe eine Sniper-Rifle, ich kann den nicht schaden. Ja, sehr schön gezielt übrigens. Boah! Wow! Ah! Eis! Zu viert ist besser mit dem Runterspringen. Beleb mich wenigstens wieder, dann geht das noch. Hast du noch Credits? Ja, Moment, irgendwo da. Wo ich nur seine Leiche finde. Die ist da direkt vor deiner Nase. Warte, Snay, bevor du schießt. Warte, Alter, schon. Ernsthaft? In so einer Runde ist verbuggt. Ich komm schon. Geht nicht, ich krieg dich nicht wiederbelebt. Der schiebt mich so, kurz ein bisschen, vielleicht ist er immer im Weg. Und? Leg mal den Eimer weg, Snay. Und? So, nochmal. Nächste Runde, komm. Klappt's? Nee. Nein. Kann man nur Straighter wiederbeleben? Nee, du kannst doch mit jedem wiederbeleben. Vielleicht mal hier raus. Warte mal, vielleicht. Okay, Exe, ich hab die tolle Ehre, dich da. Okay, machen wir es so, okay? Erstmal, eine kleine Probe. Springt! Ja. Springt, meine kleinen Schäfchen, springt! So, jetzt! Ui! Ich geh da währenddessen noch einkaufen. Das müssen wir zu viert machen. Zu viert in einer Reihe. Ey, der Defi funktioniert bei gar keinem von euch, das ist ja voll viel Frechheit. Ach doch, da, Moment, da war gerade. Da! Flori kann ich wiederbeleben! Na, mach es. Bin dabei! Ja! In der letzten Sekunde! Okay, so, jetzt schnell alle nach oben, letzte Runde. Ja, schnell alle nach oben. Ich bin schon oben. Kommt schnell! Ja, ja, wir sind unterwegs. Ich sehe hinter eine Kiste und deswegen sehe ich das nicht. Ich bin auf dem Weg nach oben, komm mit, Reaper. Ja, ich musste gerade das Festnetztelefon der Firma ausschalten, weil es die ganze Zeit... Okay, darf ich sagen, dass ich Traitor bin? Der Trader in die Reihe. Okay, dann bin ich das. Also. Warte mal, wartet noch. Ich bin Inno-Traitor. Snay, komm. Der Inno-Traitor kommt. Bitte, komm. Der Inno-Traitor kommt, okay. Jetzt stell ich mir in die Reihe, Flori. Okay, ja. Der geht als erstes, komm. So, jetzt alle, los. Weiter. Geht die Scheiß Tür zu. Nochmal, warte, alle raus. Wir leben ihn wieder, Flori. Dann machen wir es nochmal, weil es. Hallo, wir sind schon in Überlänge. Komm, wir beeilen uns schnell, wir leben schnell wieder. Bitte. Na, komm schnell. Schon, wo ist denn. Wo, ganz unten. Beeil dich. Ich hab ihn. Das Problem gerade war, dass Snay da war. Warte mal, vielleicht muss ich ja erst confirm, vielleicht geht's ja dann erst. Ja, erstmal confirmen oder nee, okay. Müsste eigentlich so gehen. So, jetzt. Ich hoffe, ich bug jetzt nicht fest. Nicht mehr da unten raus, bleib einfach da unten stehen, wenn's Stauungen gibt. So, jetzt schnell, bevor wir die Überlänge noch weiter in die Überlänge ziehen. Nee, nicht schlagen. Es sind ja nur noch 8 Minuten 50 in der Runde. Snay. Es kann sich nur um Stunden dauern. Also ich und Snay sind schon oben. Ja, wir kommen angerannt. Der Traitor hat mich ja gekillt. Gut, 3, 2, 1, Start! Renn, Snay! Jetzt! Weg! Jetzt aber mal runter da! Schelle! Oh! Na! Komm her, ich hau dich kaputt! Ah! Nein! Okay, also, ab und. Tschüss!